Ja, guten Morgen, hier ist die kleine Farm und ich bin heute mit den Ziegen im hinteren Garten. Das war ein Stückchen Arbeit, bis sie sich dahinter getraut haben, weil das doch relativ offen ist und da haben sie irgendwie ein bisschen Schiss. Und ja, jetzt kommen sie hinter in den hinteren Teil des Gartens und der ist natürlich schön groß und ich bin halb froh, weil dann essen, so wie Cookie hier, essen die hier die überstehenden Zweige und ich muss sie nicht extra abschneiden. Also von dem her ist es natürlich ganz klasse. Das ist für die natürlich schon ein bisschen ungewohnt. Ich weiß nicht, ich habe anscheinend sehr scheue und ängstliche Ziegen, weil hier das Gelände ist ziemlich frei. Und das haben sie jetzt lange Zeit gefürchtet und wir haben tatsächlich eine ganze Weile gebraucht, bis sie sich dahinter getraut haben. Jetzt tun sie das und fressen hier die Ästchen ab, wo ich ganz froh drüber bin. Auch am Zaun haben sie schon alles ein bisschen abgefuttert, aber sie können noch ein bisschen mehr, da spare ich mir das Schneiden. Ja, meine zwei Süßen. Die Cookie, die soll viel, viel, viel essen, weil die ganz schön abgenommen hat innerhalb kürzester Zeit. Und ja, jetzt haben wir sie wieder ein bisschen besser beieinander, aber das ist sehr schwankend bei ihr. Und so richtig wissen tue ich auch nicht, warum das so ist. Ich denke mal psychisch, weil Merle setzt ihr ganz schön zu. Merle ist die braune. Das ist eine ganz schöne Gurke und ich nenne sie immer Kampfziege, weil sie ist auch durchaus gegen mich bereit zu kämpfen. Also da muss man sich richtig Respekt erarbeiten. Hallo Cookie. Ich sag's doch mal den Zuschauern hallo. Und das macht ihr ziemlich zu schaffen. Ja, im Moment habe ich aber keine anderen Möglichkeiten, dass sie sich nachts separat legen. Wobei das auch wieder so eine Sache ist, weil fehlt einer von den beiden, schreien sie natürlich. Das ist so wieder typisch. Ich kann dich leiden und ich kann dich doch nicht leiden. Aber gut. Ja, die zwei genießen das jetzt noch ein bisschen. Und wir verabschieden uns wieder. Bis zum nächsten Video. Würde mich natürlich freuen für einen Daumen nach oben. Und wir hören uns und sehen uns bald wieder. Tschüssi!